9. Februar. Masken. Ich kenne Menschen, die warten ein ganzes Jahr darauf, endlich wieder Masken zu tragen. Lange Zeit hatten wir in der Diakonie Mitteldeutschland eine Mitarbeiterin, die zu Fasching immer Urlaub genommen hat. Sie liebt dieses Fest, in dem Menschen mal ganz ausgelassen etwas anderes sein können als sonst im Leben. Ich gebe zu, mir fällt das nicht so leicht. Aber der Wunsch, mal eine andere Maske zu tragen, ist auch mir bekannt. Sich einfach mal verkleiden, ein anderes Gesicht tragen. Die andere Seite ist die: Ab 30 ist jeder für sein Gesicht selbst verantwortlich, sagt ein Sprichwort. Das betont die eigene Verantwortung für sich selbst und damit auch für sein Erscheinungsbild. Das kann einem schwer fallen, wenn man sich nicht mag oder sich nicht schön genug findet. Aber es ist ein Ziel, sagen zu können: So bin ich von Gott gemacht und so ist es gut. Sich an Fasching zu verkleiden, ist dann eben eine kurze Auszeit. Aber die ist wichtig. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Musik.